Herzlich willkommen bei uns im ambulanten Hospizdienst hier in der Bahnhofstraße. Mein Name ist Karin Leutbecher. Ich bin eine von drei Koordinatorinnen. Ambulanter Hospizdienst bedeutet, dass wir Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten und unterstützen. Der ambulante Hospizdienst hat ca. 50 Ehrenamtliche, die bei den Patienten eingesetzt werden, die schwerkranke Menschen besuchen, zu Hause, in den Pflegeheimen, im Behindertenheim oder auch im Krankenhaus, eigentlich dort, wo die Patienten sich befinden. Die Aufgaben der Ehrenamtlichen, ja, das sind unsere Zeitschenkerinnen und Zeitschenker. Sie sind einfach da, sie führen Gespräche. Bei manchen Patienten können sie gar nicht Gespräche führen, sondern sind wirklich einfach da, suchen den Kontakt und entlasten die Angehörigen. Ich heiße Iris Ausmeier, ich bin ehrenamtliche Begleiterin. Bin seit ca. 20 Jahren Ehrenamtlerin und Zeitschenkerin, weil wir als Zeitschenker ganz, ganz viel Herzenswärme und ganz, ganz viel Dank von den Patienten zurückbekommen. In meinen Begleitungen, die sehr unterschiedlich waren, habe ich sehr viel über mich selbst auch kennengelernt. Meistens sind wir so einmal in der Woche bei unseren Begleitung. Manchmal lesen wir vor, manchmal ist man einfach nur da und hält die Hand. Es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die Patienten wünschen. Ne, man geht spazieren oder man Eis essen. Also in einer von meinen Begleitungen zum Beispiel war eine sehr schwerstkranke Dame. Sie war körperlich sehr eingeschränkt, so dass wir mit dem Rollstuhl viel unterwegs waren. Wir haben oft unter ihrem Fliederbaum gesessen, die schönen bunten Farben beobachtet. Ja, Menschen am Lebensende, ob sie an einer schweren Erkrankung leiden, einer Krebserkrankung oder auch an einer Demenz, brauchen viel Zuspruch und Unterstützung. Und das geht weit über das hinaus, was Ärzte, Pflegekräfte und auch die Angehörigen leisten können. Und von daher sind wir immer ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dieser Begleitung. Und da können wir einfach nur Mut machen, uns und damit eben die Patienten zu unterstützen und sie gerade in dieser schweren Lebensphase nicht alleine zu lassen. Es gibt schon Momente, wo man sich einfach alleine fühlt, dann die ganzen Verluste, die diese Krankheit mit sich bringt. Man verliert ja wirklich alles. Das ist manchmal unerträglich. Wenn dann die ehrenamtlichen Mitarbeiter eben die Unterstützung durch Freunde und Familie ergänzen, fühlt man sich einfach wohler. Wir haben einmal im Monat haben wir unser Gruppentreffen, wo wir uns sehr gut austauschen können, wo unsere Koordinatorin auch immer, wenn wir ein Problem haben, ein Ohr für uns haben. Aber auch die Gruppe selber, ne, es ist sehr unterstützend. Manchmal kommt man bedrückt hier an, weil man vielleicht eine sehr schwere Begleitung hatte. Und man geht aber oft erleichtert wieder nach Hause, weil der Zuspruch und die Unterstützung von allen sehr groß ist. Wir schulen alle Interessenten, also jeder, der sich überlegt, ich könnte mir Sterbebegleitung vorstellen, das ist ja schon eine große Hürde. Alle bekommen zunächst eine Vorbereitung durch uns. Es gibt einen Kurs, der inzwischen fast 100 Unterrichtsstunden umfasst und in dem man sich einfach mit den Fragen zum Lebensende, zur Kommunikation mit schwerkranken Menschen, wie macht man das überhaupt, wie geht man auf die zu, wie geht man auf die Angehörigen zu, wie stehe ich selber zu Sterben, Tod und Trauer, was habe ich vielleicht auch schon erlebt, was möchte ich anderen Menschen auch da weitergeben. Das ist also eine sehr intensive Schulung und erst danach entscheiden wir gemeinsam, also auch die Kursteilnehmer und wir Hauptamtlichen, ob ein Einsatz jetzt in Frage kommt, ob sie noch Zeit brauchen, ob sie weitere Fortbildungen brauchen oder ob sie eben dann so langsam in die Arbeit einsteigen möchten. Jeder, der sich interessiert, kann sich bei uns direkt hier im ambulanten Hospizdienst melden. Entweder die Telefonnummer oder wir haben eine Homepage, wir sind auch auf Facebook vertreten, per E-Mail zu erreichen. Und uns ist es immer am liebsten, wenn wir dann persönlich sprechen, erstmal am Telefon und dann gibt es meistens ein Einzelgespräch hier vor Ort,
um sich wirklich ein genaueres Bild zu machen, ob das Ehrenamt zu einem passt.